Nikolaustag fand in der International School of Stuttgart die 28. Ausgabe der Musikreihe Sounds of Classics statt. Die 15-jährigen Marimba- und Schlagzeugkünstler Kaja Wlostowska und Leon Lorenz waren die Stars des Abends. Die jungen Künstler spielten klassische Stücke von Bach bis Witter. Ich habe angefangen, im Kindergarten auf Töpfen zu trommeln. Das hat die Nachbarn Nerven gekostet und meine Eltern auch. Habe ich immer zum Radio bedient und dann habe ich immer auf dem Papier mein Schlagzeug gemalt, habe immer Bilder gemalt vom Schlagzeug und dann habe ich mein erstes Schlagzeug bekommen mit 6 oder 7 und dann habe ich auch meinen ersten Schlagzeugunterricht bekommen und seitdem bin ich dabei geblieben und ich finde es immer noch super. Also man ist halt immer aufgeregt vor jedem Konzert, aber jetzt auch nicht so. Ich habe halt schon ziemlich viele Konzerte gespielt und da kommt man halt so ins Laufen. Bei Wettbewerben wie dem internationalen Marimba-Solo-Wettbewerb oder der Bundesausgabe Jugend musiziert sind die jungen Solisten Preisträger. Leon musizierte bereits beim Bundespräsidenten und komponiert mit seinen 15 Jahren auch schon eigene Werke. Ich schreibe jetzt auch, habe jetzt neulich ein Duo geschrieben für Marimba und Geige und jetzt mein nächstes Projekt ist ein Schlagzeugkonzert. Also das ist sehr mutig, aber ich will es auf jeden Fall mal versuchen, weil ich die ganzen Instrumente kennenlernen möchte. Und warum ich komponiere, ist es einfach so, das Schlagzeug ist ein extrem junges Instrument und die Komponisten kommen halt teilweise gar nicht mehr hinterher, weil wir ja schon alles spielen können. Und es gibt immer bessere Leute, die Technik wird immer besser. Es gibt so viele Stücke schon, wo die Komponisten dann auch an ihre Grenzen kommen und deswegen muss ich selber ran und dann auch Stücke schreiben. Die Konzertreihe wird seit 2001 von dem Bezirksrathaus Degerloch veranstaltet. Die Bezirksvorsteherin Brigitte Kunert-Scheffold erzählt von den beeindruckenden Konzerten der Jugendlichen. Seit 2001 jedes Jahr 2 Konzerte. Wir haben eine ganze Liste von jungen Namen, die wirkliche musikalische große Talente sind, waren und sind. Und es hat sich rumgesprochen. Also ich bekomme auch Angebote, Anträge mitzuspielen und dann in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule oder mit der Musikschule funktioniert das wunderbar. Mit ihrem musikalischen Talent konnten Kaja Wlostowska und Leon Lorenz das Publikum sichtlich begeistern und bescherten ihnen einen besonderen Nikolaustag.